Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch Beleidigungen verfolgen und so weiter. Und da, besonders dieser Vers. Es ist unfassbar, wie dieser Vers falsch verstanden und wie diese Verse auch verdreht werden von Christen, die buchstäblich keine Ahnung haben, leider, weil sie einfach nicht genug ihre Bibel lesen und dann hereinfallen auf irgendwelche Prediger, die irgendeinen Schwachsinn behaupten. Ja, denn die typische Auffassung zu diesen Versen ist, ja, das ist, was das Alte Testament gelehrt hat. Ihr habt gehört, dass du gesagt hast, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ja, und das war im Alten Testament. Aber zeigen wir bitte das Zitat im Alten Testament. Überraschung gibt es nicht. Das ist nicht, was das Alte Testament gelehrt hat. Sondern das Alte Testament lehrt Nächstenliebe. Das Alte Testament lehrt, auch seine Feinde zu lieben. Weißt du, woher das Gebot der Nächstenliebe kommt? Nicht erst aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament. Und zwar aus 3. Mose. 3. Mose, das Buch, das auch Gesetze enthält, wie zum Beispiel 3. Mose 20, Vers 13, gegen die Homos, gegen die Sodomiter, dass sie mit dem Tode bestraft werden sollen. Denn wenn du deinen Nächsten liebst, dann solltest du auch wollen, dass derjenige, der deinem Nächsten was zuleide tun will, bestraft wird. Richtig? Ansonsten hast du keine echte Liebe. Das ganze Gesetz, auch die Gebote, die gottlosen, bösen Menschen nicht gefallen, das ganze Gesetz wird in einem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darauf läuft das ganze Gesetz hinaus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nirgendwo wird im Alten Testament gelehrt, dass wir nur unseren Nächsten lieben sollen, unsere Feinde hassen sollen. Nirgendwo im Alten Testament steht das, sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen, steht aber auch im Alten Testament, ja, so Gebote wie, dass wir unserem Feind etwas zu essen geben sollen, ihm zu trinken geben sollen. Woher kommt das? Es kommt aus den Sprüchen aus dem Alten Testament und wird im Neuen Testament ganz einfach nur wiederholt. Jesus sagt, ihr habt gehört, was gesagt ist. Also, was sagt Jesus im Grunde genommen? Ihr habt gehört, dass Leute das sagen. Ja, das ist was, was einfach gesagt wird, was Leute behaupten. Du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Also, wenn das nicht aus dem Alten Testament kommt, was wäre eine mögliche Quelle dafür? Nun, natürlich, das ist einfach, was Leute gesagt haben. Und es gibt nicht nur eine Quelle dafür. Aber ich fand es sehr interessant herauszufinden, dass griechische Philosophen dieses Prinzip gelehrt haben. Und zwar beschäftige ich mich gerade mit Platons Politia, einem der wichtigsten Werke antiker griechischer Literatur. Und in Platons Politia wird eine Diskussion zwischen Sokrates und anderen beschrieben. Und sie gehen unter anderem auf das Thema ein, was Gerechtigkeit bedeutet. Und in dieser Diskussion zwischen Sokrates und anderen sagt ein gewisser Polemachos, dass es Gerechtigkeit sei, Freunden zu helfen und Feinden zu schaden. Also das, was Jesus hier erwähnt, was eben gesagt ist, was Leute einfach sagen, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, das ist, was unter anderem von griechischer Philosophie kommt, von der Weisheit dieser Welt, die Torheit vor Gott ist, wie die Bibel sagt. Und das ist aber nicht nur eine isolierte Meinung, die wir von einem griechischen Autor lesen wie Platon, sondern der Bearbeiter dieses Werkes zählt noch neben Platon 4 andere antike griechische Autoren auf, die in ihren Werken dieselbe Überzeugung geäußert haben, eben, dass wir Freunden helfen sollten und Feinden schaden sollten und dass das eben Gerechtigkeit sei. Also laut der Welt, laut griechischen Philosophen, die allesamt in der Hölle brennen, laut gottlosen Menschen ist das Gerechtigkeit. Seinen Nächsten zu lieben und seinen Feinde zu hassen oder seinen Freunden zu helfen, seinen Feinden zu schaden. Ist das, was die Bibel lehrt? Nein. Die Welt hat ihre eigene verkorkste Vorstellung von Gerechtigkeit, die komplett unbiblisch ist. Und wenn man nach griechischer Philosophie geht, sei es sogar ja, ehrenwert, seinen Freunden zu helfen, seinen Feinden zu schaden. Aber das ist so das ziemlich Ehrloseste überhaupt, denn das ist, was jeder Mensch aus sich heraus, aus seinem Fleisch heraus tun würde. Das ist genau auch das, was Christen tun würden, würden sie im Fleisch wandeln. Denn wenn wir im Fleisch wandeln, dann sind wir immer noch genau der alte, gottlose Mensch. Wir müssen eben im Geist wandeln und das tun, was tatsächlich gerecht ist, was Gottes Gerechtigkeit ist. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch Beleidigungen verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn Gott in gewisser Weise auch ungerechte und böse Menschen segnet, dadurch, dass er es regnen lässt, dass er die Sonne aufgehen lässt, dann sollten wir als Söhne unseres Vaters, als Kinder Gottes, natürlich auch so handeln. Und wir sollten eben nicht nur in unserem Herzen einfach Liebe haben gegenüber unseren Feinden, sondern Jesus sagt auch, tut wohl denen, die euch hassen.
Wir sollen auch Gutes tun denen gegenüber, die uns hassen.